machst du hier eigentlich? Gute Frage. Was machst du hier überhaupt? Was ich hier mache? Ich überwache das Vorsprechen für Großstadt-Cowboys. Und was macht ihr hier? Großstadt-Cowboys? Die von der Kritik zerrissene, aber vom Publikum sehr geliebte Sitcom über zwei Viehzüchter, die sich mitten in Manhattan über Wasser halten? Ja, gut zusammengefasst. Stellst du Komparsen ein? Nein, ich stelle die Stars ein. Die beiden Hauptdarsteller sind vor ein paar Tagen zu Myra gegangen und ich habe seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Ich brauche schnellstens Ersatz. Sam, hast du das gehört? Wenn wir ein lausiges Vorsprechen überstehen, gehört uns endlich der Sitcom-Starruhm. Ein raketengleicher Aufstieg zum Ruhm dank des substanzlosesten aller Gründe. Das ist wirklich der amerikanische Traum. Na dann, wir möchten bitte gerne vorsprechen. Wir möchten uns für den angebotenen sofortigen Starruhm bewerben. Ihr wollt vorsprechen? Naja, wenn sonst noch jemand hier wäre, würde ich euch sagen, dass ihr euch das aus dem Kopf schlagen solltet, aber gut. In Ordnung. Was sollen wir tun? Ihr sollt eine Szene aus Sein Freund Yellow spielen. Sagt mir, dass ihr die Serie gesehen habt. Ich stehe nicht so auf Horrorfilme. Es ist die klassische Geschichte. Junge findet Hund, Hund kriegt Tollwut, Junge erschießt Hund. Max, du spielst den Jungen. Ja, Junge. Das ist genau mein Ding. Und du spielst den Hund, Sam. Oh. Bist du bereit, Sam? Du musst so tun, als hättest du die absolute Tollwut. Verstanden? Was ist meine Motivation? Du bist ein tollwütiger Hund. Und jetzt zeig mir Tollwut. Nein, geh tiefer in dich. Du solltest einfach schäumend tollwütig sein. Ja. Schnitt, was soll das? Tut mir leid, aber ich engagiere keinen Hund, der noch nicht mal eine einfache Tollwutszene drauf hat. Ich weiß nicht, was schiefgegangen ist. Ich fühlte mich so tollwütig. Du sahst für mich auch ziemlich tollwütig aus. Komm frühestens nach ein paar tausend Schauspielstunden wieder. Ah, so einfach ist es wohl nicht. Na gut, probieren wir es nochmal. Hallöchen. Ja? Können wir das Vorsprechen noch einmal versuchen? Na gut, also von Anfang an. Fertig, Sam? Gib mir Tollwut! Schnitt, hör mit dem Unsinn auf und gib mir Tollwut! Ich weiß nicht, wie ich noch tollwütiger sein könnte. Probier's doch mal mit Schaum vor dem Mund. Fang dir notfalls die Tollwut ein, aber komm erst wieder, wenn du um den Mund schäumen kannst. Ja! Spätestens jetzt sollte klar sein, was zu tun ist. Nun gut, wie auch immer. Wie wär's, wenn wir die dumme Kuh einfach abknallen? Verdammt nochmal, die nervt. Das wäre grob unsportlich. Ach, Sam, Spielverderber. Ah, na gut. Also. Rasierschaum. Was für ein Glück, dass wir ihn haben, was? Man könnte beinahe meinen, ich hab's gewusst. Ja, Entschuldigung. Hallöchen. Ja? Nochmal richtig. Können wir das Vorsprechen noch einmal versuchen? Na gut, also von Anfang an. Fertig, Sam? Gib mir Tollwut. Ja, Tollwut. Brillant. Das nenne ich Krankheit. Danke, vielen Dank. Zunächst möchte ich all den kleinen Leuten danken, die... Nein. Gut, Max. Du hast gerade gemerkt, dass dein Hund der wandelnde Tod ist und dass du ihn zum Wohle der Allgemeinheit erschießen musst. Wirklich? Du bist traurig, du bist verzweifelt, du bist voller Kummer. Und jetzt, zeig mir dein Gefühl. Was nennst du Gefühl? Das habe ich ja bei Myra schon mehr gesehen und die sollte man zur nationalen Botox-Reserve erklären. Trauer, sagte ich. Gib mir Trauer! Ja, auch nicht weiter schwer. Ihr habt's gesehen. Wir haben doch den Tränengasgranatwerfer. Perfekt. Und jetzt kommt der schicksalhafte Augenblick. Trotz deiner tiefen Trauer musst du deinen geliebten Begleiter von seinem Leid erlösen. Okay. Ja. Idiot, welcher Teufel hat dich denn dabei geritten? Der Teufel namens Schauspielkunst, Sam, solltest du auch mal versuchen. Ein Glück, dass ich den Antihypnosehelm in meinen Hut eingebaut hatte, sonst hätte ich ein Loch zu viel in meinem Kopf. Bravo, bravo, dieser Realismus, diese Authentizität, ich dachte wirklich, du erschießt ihn. Wie hast du die Soundeffekte hingekriegt? Das möchtest du gar nicht wissen. Die Suche nach den Großstadt-Cowboys ist vorbei. Ihr seid engagiert. Geht zum Set nebenan und wir fangen sofort mit dem Dreh. Beeilung, Sam. Wir haben nur noch 14 Minuten 55 Sekunden Ruhm übrig. Ja, wuhu.
Wir sind jetzt Großstadt-Cowboys. Uns fehlt nur noch die Kuh. Oder eher die Kühe. Gut, Leute, richten wir die Bühne her. Die gefeierten Moderatoren werden gleich hier sein. Ach ja, die Mannschaft arbeitet ja bei Myra. Dumme, untalentierte Fettbacke. Großstadt-Cowboys. Da steht's. Warst du nicht gerade... Ich glaube, sie hat gerade die Gesetze der Physik durchbrochen. Entschuldigung, ihr wart sicher überrascht, wie oft ich das am Tag tun muss. Hier geht es hektisch zu. Ist uns egal. Sam und Max, vollendet professionelle Schauspieler, melden sich zum Dienst. Du hast gerade professionell gesagt, Sam. Ich wusste doch, dass ihr beiden genau die Richtigen für die Show seid. Wenn wir gerade beim Thema sind, könntest du uns die Show ein wenig erklären? Gut, hier ist die Zusammenfassung. In Großstadt Cowboys spielt ihr zwei Viehzüchter, die in einer Wohnung in Manhattan eine Herde Kühe aufziehen. Mein Onkel Ernie hat das auch gemacht, aber mit Schweinen und nicht in einer Wohnung. Ich sehe nur eine Kuh. Es ist eine kleine Herde. Ihr schlagt euch so durch, klar? Verstanden. Also, ihr habt diesen Vermieter Oberflügelig, der auf seine Keine-Kühe-Klauseln besteht. Verteufelt unpraktisch. Ich beginne zu erkennen, wo der Übermut entsprießt. Genau. Flügelig platzt immer wieder herein und ihr versucht zu verschleiern, dass ihr eine Kuh in der Wohnung habt. Viele optische Gags und meistens entwickelt sich etwas Derbes daraus. Einfach genug, oder? Klasse. Wo ist das Skript? Nun, da haben wir ein kleines Problemchen. Die Kuh hat einen Großteil des Skripts gefressen, also müsst ihr Ad Libidum spielen. Ad wie bitte? Ja, spontan erfinden. Improvisieren eben. Ich schätze mal, darin hatten wir in unserem normalen Leben schon genug Übung. Keine Angst, ihr arbeitet mit Phil Flattermann zusammen, der den Flügelig spielt. Er ist ein begnadeter Schauspieler mit klassischer Ausbildung, Wiener Burgtheater und so weiter. Bereitet einfach eine lustige Aktion für ihn vor und er wird den Rest übernehmen. Alles klar. Sonst noch was? In der Tat, wir haben eine Zeile aus dem Skript gerettet und es ist wirklich wichtig, dass diese eingebaut wird. Sie ist das Product Placement, das die ganze Show finanziert. Einer von euch muss die Zeile einbringen. Ich mach das! Also Max, dein Text lautet... Da hilft nur noch die ganz heftige Zahnpasta. Ich mag ihn schon richtig. Ja. Na gut. Schauen wir uns das an. Können wir mal eine Auszeit nehmen? Wenn ich Nein sagen würde, würde mir die Schauspielergewerkschaft die Finger brechen. Also nur zu. Ja, das ist unsere Herde. Ist sie nicht ein ganzer Stolz? Hey, Bossi. Bossi, die Kuh. Ah ja. Wie praktisch. So können wir eine TV-Show drehen über Leute, die eine TV-Show sehen. Und wenn die Show, die sie sich ansehen, jene Show ist, in der sie sich selbst zusehen, könnte sich das Universum in sich selbst falten und explodieren. Dann sollten wir vielleicht lieber nicht einschalten. Oh, Spielverderber. Das sind alles Wörterbücher. Wer hat denn dieses Set eingerichtet? Wie immer Englischstudenten im unbezahlten Praktikum. Hufeisenweitwurf ist ein packender Test von Genauigkeit, Strategie und Stärke. Besonders wenn die Pferde noch dran sind. Ach, spielt man das auch anders? Oh je. Ja, die Natur. In Manhattan zählt das als Aussicht. Und wenn es undicht ist, sogar als Meeresblick. Ja, wollen wir nicht alle in Amerika leben? Na gut, was haben wir hier denn noch alles? Ein Teller. Ich sollte nicht mit dem Set rumspielen, solange nicht aufgezeichnet wird. Eine Lampe. Ich sollte nicht mit dem Set rumspielen, solange nicht aufgezeichnet wird. Na gut. Ich kann es ja schon mal verraten, wenn er das sagt, dann sind das Sachen, die wir während der Aufnahme brauchen werden. Also gut, fangen wir mal an. Wir sind so bereit, wie wir nur sein können. Lasset die Aufnahme beginnen. Gut, und denkt daran. Euer Vermieter steht vor der Tür und er soll nicht bemerken, dass ihr eine Kuh da drin habt. Fertig? Action! The Town Cowboys. Mach die Tür auf! Ich weiß, dass ihr eine Kuh versteckt! Schnell, mach was Lustiges! Hey. Schnell, mach was Lustiges! Hey! Komödie ist ein hartes Geschäft. Oh je. Wie praktisch. So können wir eine TV-Show drehen über Leute, die eine TV-Show sehen.
Und wenn die Show, die sie sich ansehen, jene Show ist, in der sie sich selbst zusehen, könnte sich das Universum in sich selbst falten und explodieren. Dann sollten wir vielleicht lieber nicht einschalten. Hufeisenweitwurf ist ein packender Test von Genauigkeit, Strategie und Stärke. Besonders wenn die Pferde noch dran sind. Ach, spielt man das auch anders? Nein. Irgendwie nichts Neues. Ein Kuhfleisch. Vielleicht ist das ja tatsächlich nur Requisite, aber mit bloßen Händen fasse ich das Ding nicht an. Ja. Hey, Bossi. Na gut, wir könnten jetzt die Tür aufmachen, was keine sehr schlaue Idee wäre. Also nehmen wir mal den Abstand. Es werde Licht. Und schon wird aus einer Kuh ein Koch. Bitte sehr, ein echter Brüller. Aha, ich weiß, ihr habt. Nun gut, wer ist euer Gast, Jungs? Ja, darf ich euch Onkel oder Opa oder was auch immer, jedenfalls Herr Flügelig vorstellen? Schlimm, was? Naja. Wem die Farben gefallen? Unser Küchenchef, Abraham Lincoln. Was? Der Prinz von Obertrombosien. Ah ja. Eine Kuh mit einem Lampenschirm. Abraham Lincoln klingt auch gut. Das ist doch unverkennbar Abraham Lincoln. Talentierter Stepptänzer und 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Sein Hut ist heute Morgen in einen Eimer mit Bleiche gefallen. Meine Güte! Präsident Lincoln! Ich wusste gar nicht, dass Sie noch leben. Wissen Sie, ich hatte da eine hervorragende Idee für die Überarbeitung der Pennymünze, über die ich mal mit Ihnen reden wollte. Oh je. Herr Rie, wer hat denn das hier rumliegen lassen? Ja, jetzt wird's eklig. Hey, was ist das? Entschuldigung, was war das? Mund. Was? Mund? Also, Mund. Es ist seine jüngste Rede. Mr. Lincoln rezitierte gerade seine jüngste Ansprache, eine überarbeitete Version seiner Gettysburg-Rede, die an die geringere Aufmerksamkeitsspanne des modernen Publikums angepasst wurde. Könntest du alles nach Mr. Lincoln noch einmal wiederholen? Ich war irgendwie abgelenkt. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, wo das hinführen soll. Können wir noch mal an...